Vom Blütenmeer bis zu Formgehölzen, vom Insektenparadies bis hin zu pflegeleichten Beeten. In Kloppenburg startet wieder die Aktion Sommergärten. Die insgesamt 10 Exemplare sind vom 16. Mai bis zum 14. September in der Lange-, Mühlen- und Bahnhofstraße zu sehen. Bürgermeister Wiese freute sich, dass die Aktion in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Vielen Dank an alle Beteiligten. Die Gärten erfreuen Herz und Seele. Das ist auch in eher trüberen Zeiten wichtig, so der Verwaltungschef. Vorbereitet wird derzeit auch wieder die beliebte Spieleburg auf dem LZO-Vorplatz.